In diesem Video werde ich die Trinität belegen und die Scheinargumente, dass die Inkarnation und Trinität 325 nach Christus eingeführt wurde, die Urchristen nicht an die Trinität, Jesus Gottheit glaubten und der trinitarische Vers 1. Johannes 5, Vers 7 hinzugefügt und ursprünglich nicht in den Schriften war, widerlegen. Kommen wir zum ersten Scheinargument. Jesus sei erst seit dem 3. Jahrhundert Gott und die ersten Christen im 1. Jahrhundert glaubten nicht an die Inkarnation, dass der Messias göttlich sei. Die Urchristen haben nicht an Dreifaltigkeit geglaubt. Erst 325 nach Christus gab es das Dogma, dass Jesus jetzt auch göttlich ist. Stimmt das? Ist Jesus erst seit 325 nach Christus Gott? Schauen wir uns mal an, was die Urchristen im 1. Jahrhundert wirklich glaubten. Ignatius von Antiochen, der Schüler des Apostel Johannes, schrieb in seinen Briefen 35 bis 108 nach Christus folgendes. Denn unser Gott, Jesus der Christus, und nennt Jesus unseren Gott. Genauso wie in dem Brief an die Trallianer, Kapitel 7. In enger Verbindung mit Jesus Christus, unserem Gott. Polycarp von Smyrna, 69 bis 155 nach Christus, schreibt an die Philippians 12, die unter dem Himmel wollen doch glauben an unseren Herrn und Gott Jesus Christus. Die Urchristen haben nicht an Dreifaltigkeit geglaubt. Der Punkt ist auch falsch. Die ersten Christen glaubten nicht nur an Jesus Gottheit, sondern auch an die Trinität. Hier ein paar Zitate aufgeführt. Die Juden haben nie an einen dreieinigen Gott geglaubt. Die Juden aus dem antiken Judentum haben im Gegensatz zu dem heutigen Judentum an einen göttlichen Messias und an einen mehrpersonalen Gott geglaubt. Hier jüdische Quellen, die dies bestätigen. Daniel Bojarin, einer der größten jüdisch-orthodoxen Gelehrten, schreibt Folgendes in seinem Buch Die jüdischen Evangelien. Es gab viele Juden, die durchaus an so etwas wie den Vater und den Sohn und sogar an so etwas wie die Inkarnation des Sohnes im Messias glaubten. Jesus kam bei seinem Kommen in einer Gestalt, die viele, viele Juden erwarteten, eine zweite göttliche, in einem Menschen inkarnierte Person. Viele Israeliten der Zeit Jesu erwarteten einen Messias, der göttlich wäre und auf die Erde in Gestalt eines Menschen käme. Daher waren die grundlegenden Gedanken, aus denen sowohl die Trinität als auch die Inkarnation erwuchs, in eben jener Welt vorhanden, in die Jesus hineingeboren wurde. Viele antike Juden nahmen Jesus einfach als Gott an und sie taten das, weil ihre Vorstellungen und Erwartungen sie dahin geführt hatte. Die Vorstellungen der Trinität und der Inkarnation oder sicherlich die Keime jener Ideen waren bereits unter jüdischen Gläubigen gegenwärtig, längst bevor Jesus die Bühne betrat. Diese Aussagen kommen von einem orthodoxen Juden, einer der größten Talmud-Gelehrten. Als nächstes haben wir Peter Schäfer, einer der international angesehensten Judaisten unserer Zeit und einer der führenden Experten für das Judentum der Antike. Er schreibt Folgendes in seinem Buch Zwei Götter im Himmel. Gottes Vorstellungen in der jüdischen Antike. Das Neue Testament griff diese Traditionen, die im Judentum existierten, auf und hat sie nicht neu erfunden, sondern erweiterte und vertiefte sie. Die Erhöhung von Jesus von Nazareth als den Erstgeborenen vor aller Schöpfung, der menschgewordene Gott, Gottessohn, Menschensohn, Messias, all diese christologischen Grundvoraussetzungen sind keine heidnischen oder sonstigen Verirrungen. Sie sind im Judentum des Zweiten Tempels verwurzelt, unabhängig von ihrem spezifisch stlichen Charakters. Und diese Aspekte wie die Trinität, Mehrpersonalität Gottes und die Inkarnation finden wir auch schon im Alten Testament. Aber dazu habe ich bereits ein älteres Video hochgeladen, wo ich dies zeige. Aber auch im Neuen Testament können wir sehen, dass die Juden wussten, wer Jesus ist. Nicht nur, dass wir offensichtlich lesen, dass die Jünger Jesus ihren Gott nannten, sondern auch anhand der Reaktionen der Juden, nachdem Jesus zeigte, wer er ist. Juden beteten Jesus an, nachdem sie wussten, dass er der Messias ist. Anbetung gebührt nur Gott alleine und wir lesen im Alten Testament in keinem Vers, dass ein normaler Prophet aufgrund Wunder angebetet wurde, weshalb wir davon ausgehen können, dass die Juden Gott als Messias erwarteten. Denn kein Jude würde einen Menschen anbeten und schon im Alten Testament steht, dass niemand der Erlöser, Retter sein kann, als nur Gott. Wer soll nach diesem Kriterium der Messias also sein, wenn nicht Gott? Kommen wir zum letzten Punkt dieses Videos. 1. Johannes 5, Vers 7, auch bekannt als das Komman Johanneum. 1. John 5:7 cannot be found in any of the earliest manuscripts of the Bible. The oldest complete manuscript of the Bible is the Codex Sinaiticus, dated to about the 4th century. And what do we find missing? 1. John 5:7, the ultimate verse which describes the Trinity in completeness. Viele behaupten, dieser Vers wäre eine Hinzufügung,
da der Kodex und viele griechische Manuskripte ab dem 3. Jahrhundert diesen Vers nicht enthalten. Jedoch haben wir andere alte Übersetzungen, unter anderem altlateinische Manuskripte, die bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts zurückgehen, die diesen Vers enthalten. Daher ist die altlateinische Übersetzung eine wichtige Beweisaufnahme in Bezug auf das Komma, weil sie aufgrund des Alters zwangsläufig von jungen griechischen Handschriften übersetzt wurde. Und das bezeugt sich auch davon, dass Kirchenväter Jahrhunderte vor dem Kodex das Komma aus irgendwelchen Manuskripten zitiert haben. Cyprian zitierte eindeutig zwischen 200 bis 258 das Komma. Der Herr sagt, ich und der Vater sind eins, und von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist steht geschrieben, und diese drei sind eins. Origenes 184 bis 253 nach Christus zitiert ebenfalls aus älteren Manuskripten das Komma, und der Herr, unser Gott, ist drei, denn die drei sind eins. Tertullian hat ebenfalls während dem 1. und 2. Jahrhundert Bezug auf das Komma genommen und darauf gedeutet, welches die Einheit in eine Dreiheit zerlegt und drei Personen vorschreibt, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, denn sie sind nur ein Gott. Es gibt aber natürlich noch viel mehr Kirchenväter, die diesen Vers zitiert haben. Diese drei sind nur die Ältesten, womit eigentlich schon belegt ist, dass Jahrhunderte vor dem Kodex dieser Vers in Manuskripten gestanden haben muss. Bedeutet, dieser Vers wurde nicht hinzugefügt, sondern hinweggenommen. Dies erklärt uns auch Hieronymus, wieso dies der Fall ist. Zuletzt will ich noch sagen, dass auch ohne das Komma Johanneum die Trinität biblisch ist, da viele Gegner der Trinität der Meinung sind, der einzige Vers, der für die Dreieinigkeit spricht, ist 1. Johannes 5, Vers 7. Jedoch sagte bereits Tertullian 160 bis 235 nach Christus, dass alle Schrift die klare Existenz und Unterscheidung der Personen der Dreieinigkeit bezeugt. Denn wir lesen, dass es nur einen Gott gibt, jedoch drei göttliche Personen, und auch im Alten Testament lesen wir, dass der Heilige Geist Schöpfer ist und der Sohn Gott. Dies ist das biblische Konzept der Trinität, das bis ins Urchristentum und zurück ins antike Judentum geht. Amen.